Herr Wilke, was machen Sie? Ja, das ist so. Ich bin hauptberuflich Erwachsenendozent. Ich arbeite auch an einer privaten Hochschule und einer Volkshochschule. Aber ich habe früher lange als Texter gearbeitet. Ich schreibe also auch sehr gerne. Und ich habe sehr, sehr spät angefangen zu studieren. Ich habe tatsächlich erst mit über 50 angefangen zu studieren. Eigentlich, weil ich hatte nie einen Schein. Ich wollte eigentlich nur einen Schein haben. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, komm, geh, du musst studieren gehen. Ich hatte da Mords Respekt vor, habe angefangen und habe dann gemerkt, ich habe Erwachsenenbildung studiert. Das war hier in der Nähe bei mir in Ludwigsburg in der PH. Und habe dann gemerkt, dass mir das sagenhaft taugt und habe dann da eben mein Bachelor gemacht und gleich drauf meinen Master und habe dann noch 2,5 Jahre in der PH Ludwigsburg gearbeitet. Und es ist einfach so, dass ich seit meiner Bachelorarbeit, das war 2018, bin ich vom Schreiben nicht mehr runtergekommen, weil ich vorher halt eben auch Schreiber war. Und deswegen bin ich auch Redakteur bei einem Online-Blatt und schreibe selber gerne und forsche auch weiter in der Erwachsenenbildung, weil ich finde, dass es sagenhaft interessant ist. Wenn wir nochmal zurückgehen auf den guten alten Marx und sagen, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, ist es tatsächlich so, dass jetzt diese Berufsgruppe der Integrationslehrer als Honorarkräfte morgens in der eigenen Wohnung starten, dann in einen Unterrichtsraum gehen, dort eine pädagogische Leistung bringen und von da aus wieder zurückgehen in, also dass einfach die ganze, das Sein schon sehr vereinzelt ist und dass eben viele Träger, unser auch, absichtlich kein Lehrerzimmer stellt und keine Räume und auch keine Infrastruktur, dass man miteinander spricht, also so wie ein Lehrerzimmer, wo man dann sich als Klasse, als Gruppe erlebt, weil damit eben, ich sage dann immer, ich bin alt an Jahren, aber jung an Erfahrung. Ich kam dann eben da rein in die Integrationskurse und habe dann relativ bald, weil ich das auch im Studium gemacht habe, hätte ich gesagt, hey, lass uns doch mal kollegiale Beratung machen. Ich habe hier wirklich Fragen und mich würde interessieren, was ihr so macht. Lass uns miteinander sprechen. Und dieses Sprechen, das habe ich also dann aufgezogen. Ich habe ein Blatt gemacht, ich habe eine kleine Webseite gemacht, bin damit zu meinem Träger und habe gesagt, hier, ich würde gern so eine Art kollegiale Beratung machen, Fortbildung für uns. Und das wurde dann, nee, das machen wir nicht. Also, das heißt, Sie haben gesagt, Sie können es schon machen, aber man muss dafür die VHS-Cloud nehmen. Also keine private Website und kein Privatier VHS-Cloud. Und dann lernte ich halt, ich habe da weitergemacht, dass man eben als Honorardozent in der VHS-Cloud keine Kurse anmelden darf. Also es ist ungefähr, wie wenn ich zu Ihnen sage, klar, Sie können Ihr Paddelboot mitbringen, Sie können auch Ihr Ruder mitbringen, aber Sie dürfen halt bloß im Sandkasten damit spielen. Also Wasser gibt es für Sie nicht. Und dann war es eben so, aber das war jedenfalls bei uns so. Es ist bei anderen, ich habe mich dann an andere Träger gewandt, einfach um zu erfahren, wie läuft es denn bei denen eigentlich so? Und da war das dann ganz interessant, dass die gesagt haben, ja, sie hätten auch große Schwierigkeiten, die Leute überhaupt an einem Tisch zu sitzen. Also, die wollen gar nicht kommen. Wenn die also irgendwie Treffen machen, passiert das nicht. Das heißt, man hat die merkwürdige Erfahrung gemacht, dass das eben schwierig ist vom Habitus her. Die Leute kommen, unterrichten und gehen wieder. Ja, und ich habe aber gehört, auch also in dieser Dissertation, die ich gerade erwähnt habe, das war, glaube ich, Frau Lochner über die Rollenkonflikte, dass da Träger gesagt haben, sie legen großen Wert darauf, dass die Dozenten miteinander sprechen und dass man sich da austauscht. Das wäre ja auch einfach unter diesem Gesichtspunkt der Professionalisierung, also ein ganz zentraler Wertbegriff der Erwachsenenbildung, wäre das sagenhaft wichtig. Und das, also ich habe es bislang nicht erlebt. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Stuttgart unterrichtet und da war es auch ähnlich, dass es so ist, also so erlebe ich es jedenfalls, dass die VHS das vielleicht gar nicht mal bewusst unterdrückt im Sinne eines antidemokratischen Impulses oder so, sondern dass schlicht und ergreifend die Besetzung der Büros so dünn ist, dass wenn jetzt ein Dozent kommt und sagt, ich hätte Lust, das und das zu machen, dass das etwas on top ist, das muss organisiert werden, das muss auch irgendwie verwaltet werden und klappt ja auch ohne. Ja, es ist so, dass ich vor kurzem zusammen mit einem geschätzten Kollegen, mit Dr. Ulrich Ibra, habe ich ein
Paper geschrieben, das liegt gerade im Review-Prozess, wo wir die These vertreten, dass wir, wenn wir von der VHS sprechen, dass wir allein durch den Begriff eine kohärente Organisation adressieren, dass es aber wahrscheinlich sinnvoller wäre, die Volkshochschule, die Deutsche Volkshochschule als Netzwerk zu begreifen, also aus einem eher losen Verbund von lauter eigentlich atomaren kleinen ja, Einheiten, die halt eben Bildung machen. Und dass diese Einheiten eben eine hohe Beharrungskraft haben. Also, dass man eben nicht wie bei einer straff organisierten Organisation, wir denken jetzt zum Beispiel an einen Versicherungskonzern, der also quasi im Mai sagen kann, wir machen jetzt das und das, und das wird dann durch die Ebenen durchdekliniert und dann läuft das. Sondern dass die Volkshochschulen, vielleicht im historischen Vergleich, ähnlich wie das Heilige Reich deutscher Nationen, das auch aus lauter verschiedenen Kleinteilen bestand, das sagenhaft langlebig war, aber irgendwann mal völlig aus der Zeit gefallen. Und das hat dann Napoleon hinweggefegt. Und es ist eben auch so, dass wenn man auf die Zahlen sieht, dass die allgemeine Beteiligung an der Weiterbildung in Deutschland seit 20 Jahren etwa, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau, aber sagen wir mal so um die 2000 rum, von 2000 bis heute ist die allgemeine Weiterbildungsbeteiligung um etwa 20 bis 25% gestiegen. Das ist also eine statistische Annahme. Aber die Vollerhebung der Volkshochschulen zeigt, dass die Beteiligung an der Volkshochschule quasi stagniert. Die einzige Wachstum, das es bei der Volkshochschule von 2020 bis heute gibt, ist in den Sprachkursen, also in den Integrationskursen, weil da unheimliche Stunden gerissen werden. Das heißt, es gibt eine Schere, die auseinandergeht. Ich mach's, ja. Das heißt, die Volkshochschule bleibt horizontal, sinkt bei vielen sogar ab. Und die allgemeine Weiterbildungsbeteiligung steigt kontinuierlich. Es gibt also wirklich eine Entkoppelung. Und diese Entkoppelung zu adressieren, also auch von Seiten der Wissenschaft, von Seiten der Politik und von der VHS, wäre wahrscheinlich eine lohnenswerte Aufgabe. Und vielleicht sind auch die aktuellen Umwälzungen, die uns ja auch zueinander geführt haben, dass also die Deutsche Rentenversicherung jetzt sagt, also viele Dozenten sind fest angestellt bei der Volkshochschule, dass das auch sowas ist, das hielte ich eigentlich für eine sehr, sehr gute Aufgabe der deutschen, also der wissenschaftlichen Erwachsenenbildung, dass man da sagt, lass uns da mal drüber sprechen. Der Kollege Dörner hat ja auch da schon viel zu publiziert und sagt eben auch, die Volkshochschule hat einen Anspruch, dem sie nicht mehr gerecht wird. Und das ist absolut richtig. Und vielleicht ist es einfach auch so, dass tatsächlich jetzt also dieser neuen Rechtsprechung, die also viele Dozierende an der Volkshochschule in so eine Art Pseudo-Abhängigkeit bringt oder sagt, die sind eigentlich fest angestellt. Da rollt also gerade eine große Welle durchs Land. Vielleicht ist das ja so ein Anstoß, dass sowas vielleicht mal passieren könnte. Ich weiß es nicht. Keine Ich Ahnung. fange An an. mit einer Zeitleiste. Wir befinden uns jetzt im Juni, im Mai. Mai, Juni 2022, da macht das Bundessozialgericht, also das höchste Gericht für Sozialfälle in der Bundesrepublik, gibt einer klagenden Musiklehrerin aus Herrenberg Recht, dass sie als Musiklehrerin in einer Musikschule, obwohl Honorarkraft, als festangestellt gelten darf. Die Dame war da über 7 Jahre lang beschäftigt und sie hatte, um das kurz zu sagen, die Nase voll davon, dass sie quasi keine Urlaub bezahlt bekommt. Sie hat durch die Instanzen durchgeklagt. 2022 hat das Bundessozialgericht ihr Recht gegeben. Das Interessante ist, dass dieses Urteil in Widerspruch steht zum fast ähnlich gelagerten Fall aus dem Jahr 2018, wo das Bundessozialgericht negativ in einem gleichen Fall entschieden hatte. Allerdings war der Unterschied zwischen beiden, dass die Musiklehrerin in ein relativ enges Curriculum eingebunden war, was sie zu unterrichten hätte. Jetzt war dieses Urteil erstmal gesprochen, es passierte weiter nichts. Jetzt trafen sich im Mai 23, trafen sich die Spitzenverbände von Rente, Krankenkasse und Arbeitgebern. Und da wurde referiert, hey, es gibt ein neues Urteil. Das. Jetzt war es so, dass man ja schon vor diesen Zeiten, wenn man als Dozent, also als Honorardozent, über 520 Euro im Monat verdient hat, war man automatisch rentenversichert. Allerdings war das sehr, sehr lose. Wer sich nicht gemeldet hat, kam meistens, ich sag mal, ungeschoren davon. Das heißt, die Rente hat messerscharf geschlossen, da entgeht uns sagenhaft
Natürlich Geld, genau. Und dann war es so, dass dann nach diesem Treffen der Spitzenverbände im Frühjahr 23 die Rente, also die Deutsche Rentenversicherung Bund, gesagt hat, ab Juni 23 ist jeder Honorardozentin, jeder Honorardozent, der sich also innerhalb eines solchen Angestelltenverhältnisses befindet, also dass es ein Curriculum gibt, dass man eingebunden ist in die Arbeitsabläufe, den werden wir jetzt hiermit als angestellt beschäftigt identifizieren. Dazu wiederum muss man sagen, dass das entsprechende Sozialgesetz nur zwei Größen zeigt, wann man angestellt ist. Das war bislang nie strittig. Die eine Größe ist, dass man den Weisungen unterliegt und das zweite ist, dass man in den Betrieb eingebunden ist. Beides trifft bei der VHS zu. Das wurde bloß bislang nie zusammengebracht. Wir haben jetzt damit de facto so ein bisschen angelsächsische Verhältnisse, wo also das Recht, das sich entwickelt, durch einzelne Urteile verändert wird. Das heißt, jeder und jede, die sich nach dem Juni 23 anmeldet bei der Rente für ein sogenanntes Feststellungsverfahren und in der VHS angestellt ist, wird automatisch als abhängig beschäftigt klassifiziert. Bei mir war das dann. Damit muss der Betrieb Geld bezahlen. Genau, der Betrieb muss dann. Das ist ganz interessant, weil der Betrieb muss jetzt eigentlich, es geht nur um die Rente. Das heißt, der Betrieb muss die Hälfte der Sozialabgaben, die Rente halt zahlen. Wie das mit der Krankenkasse ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das nächste ist eben das, und das ist bei mir jetzt zum Beispiel der Fall, ein sehr nettes juristisches Problem. Wenn die Rente feststellt, dass ich abhängig beschäftigt bin und meinen Träger in die Verantwortung zieht, was folgt daraus eigentlich für meine Anstellung? Also das heißt, ist es dann so, dass ich tatsächlich angestellt bin? In meinem Fall ist es jetzt so, dass mein Träger das natürlich beides verneint. Das ist also alles überhaupt nicht so, wie es ist. Und jetzt gibt es sozusagen zwei Prozesse. Ein Prozess der deutschen Rentenversicherung gegen meinen Träger. Es geht dann darum, also bin ich da abhängig beschäftigt, ja oder nein? Und ich werde höchstwahrscheinlich in den zweiten Prozess einsteigen, wo ich dann also privat juristisch klären lasse, habe ich jetzt Anspruch auf bestimmte Leistungen, wie zum Beispiel Urlaub oder so. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Volkshochschulen da eben ganz verschieden reagieren. Also da ist wieder dieses, wie das Netzwerk, die einzelnen Volkshochschulen. Meine Volkshochschule hat festgestellt, okay, du hast dich bei der Rente gemeldet, da hast du wahrscheinlich uns irgendwas, also warum musstest du das überhaupt machen? Warum hast du ein Statusfeststellungsverfahren gemacht? Du hättest es auch irgendwie anders machen können. Also das ist mehr so privates Fehlverhalten und deswegen werden wir dich nicht weiter beschäftigen, weil sonst bist du bei uns angestellt. Das heißt, da wird jetzt versucht, die Geschäftsbedingungen einfach so schnell wie möglich zu beenden, was ich auch von einer betriebswirtschaftlichen Sicht her verstehen kann. Okay, da gibt es Probleme. Es gibt wiederum andere Träger, private auch, die sagen, gut, dann umgehen wir das, indem wir dich anstellen. Allerdings gibt es für diese Anstellung keine Tarifverträge. Also da werden die wildesten Dinge kommen da auf den Tisch. Ich bin also Redakteur beim DAF-DAZ-Lehrkräfte, da kommen jetzt eben auch Kollegen. Da hat ein Kollege erzählt, aber das ist eben auch nur eine Erzählung. Wir haben jetzt keine Unterlagen. Der hat gesagt, er bekam einen Vertrag angeboten. Da waren 40 Unterrichtseinheiten pro Woche drin. Also Vollbeschäftigung, 40 Unterrichtseinheiten. Das ist natürlich vollkommen unmöglich. Dann muss der Mann ja, da muss es vor- und nachbereiten. Der käme dann auf 55 bis 60 Stunden. Das Ganze ging dann, wenn ich mich richtig erinnere, für 3.000 200 bis 3.600 netto. Also das war dann auch eigentlich vom TVÖD her eine Neunerstelle. Er hat aber auch einen wissenschaftlichen Abschluss. Aber ja, dann kenne ich wiederum Das war Geschichten. brutto. Brutto. Ja, brutto, genau. Sorry, brutto. Und dann kenne ich wiederum Geschichten, wo also auch anscheinend die VHS sehr kooperativ war und versucht hat, das irgendwie halt umzubiegen. Aber wir befinden uns hier gerade in uncharted territory. Also, da ist noch einiges zu erwarten. Das ist Auf jeden Fall.
Es ist auch ganz interessant. Es kam vor kurzem über die Sektion der deutschen Erwachsenenbildung. Bernd Kepplinger hat eine Stellungnahme der DVV rumgeschickt, wo die DVV das Problem identifiziert und sagt, das geht so nicht. Interessant ist aber, dass diese Stellungnahme jetzt im Netz nicht zu finden ist. Also man findet die im Netz nicht. Und was auch interessant ist, diese Stellungnahme ist nicht unterschrieben. Also da sagt nicht quasi, ich fordere hiermit, sondern da steht nur, ich habe das hier gerade hier liegen, da steht, der Volkshochschulverbund Verband. fragt, ob die Lehrtätigkeit vor dem Aus steht. Ist datiert vom 22.03.2024, aber steht jetzt auch keine Kontaktadresse dabei, wo man fragen kann. Also es ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, dass wirklich das ganze Konstrukt, also wie das jetzt gelaufen ist, es gibt Honorardozenten, die machen auch hochvolumige Sachen, eben Integrationskurse, und das sind Honorardozenten, das scheint sich jetzt zu verändern. Gleichzeitig ist es so, die deutsche Rentenversicherung ist auch notorisch unterbesetzt. Das heißt, auch viele von den Prozessen werden zwar angestoßen, aber wann die beendet sind, das steht in den Sternen. Die Ja, Urteile. es ist eben auch so, dass wenn wir jetzt mal nur über die Integrationskurse reden, ist es so, dass das BAMF hat ja da einfach die Zahlen und es unterrichten gerade eben ungefähr 18.500 Menschen in Integrationskursen. Also das ist die Größe der Dozentenschaft in Integrationskursen. Ich habe jetzt da keine weiteren genauen Zahlen, aber aus meinen Kontakten her kann man sagen, dass davon auf jeden Fall mindestens ein Viertel schon in der Rente ist. Das heißt, da geht ein Viertel von weg. Das sind Leute, die machen Zuverdienst, weil sie einfach, wie vorher gesagt, Lust haben zu unterrichten. Dann fällt daraus wiederum diejenigen raus, die sich schon vor diesem Stichtag angemeldet haben. Also wo man einfach sagt, oh, lassen wir mal laufen. Und es fallen diejenigen raus, die eine private Rentenversicherung haben, also die mit der deutschen Rentenversicherung Bund nicht verbandelt sind. Das heißt, damit kommen wir zum Schluss auf eine Größe, ja, von 100, sagen wir mal, vielleicht maximal 1000. Meine Prozessnummer bei der deutschen Rentenversicherung trägt die Nummer 3867. Ich habe in Berlin angerufen und habe gesagt, ist das irgendwie so ein fortlaufender Counter? Und ja, also er darf natürlich nichts sagen, ist ja klar, aber im Prinzip ist so ungefähr. Und das heißt, wenn von diesen ganzen Prozessen in ganz Deutschland weniger als 4000 Leute beschäftigt sind, dann ist das eine Quantität negligiable. Also die kann man vergessen. Und Peanuts. das ist besser gesagt, wie der Lateiner sagt, Peanuts, genau. Und ja, deswegen ist es so, jetzt so Leute wie ich, die also deswegen quasi bei einem Träger keinen Jobs mehr bekommen, das ist natürlich auch schade und bedauerlich, aber es ist auch ein bisschen historisches Pech. Andere Leute wiederum sagen, naja, das Problem ist, dass jetzt immer mehr Dozenten zwischen diese Baum und Borke rutschen, dass die also sagen, wenn du bei uns angestellt bist, dann müssen wir dich fest anstellen, weil es dafür keine Tarifverträge gibt, geben wir dir 3,2 brutto und wollen von dir gern haben 35 Wochenstunden. Und deswegen muss eigentlich ist ein Ding, was passieren müsste, ist, dass es faktorisiert wird. Das heißt, wir haben Verträge, in denen drinsteht, mehr als 25 Unterrichtseinheiten sind einfach nicht Nicht. angemessen Sie sind und sittenwidrig. sind sittenwidrig, genau. Und diese zentrale Zahl, 25 ist genug, Aber das warum hat macht da die man. Gewerkschaft nichts? Da müssen Sie die Gewerkschaft fragen. Das weiß ich nicht. Ich bin zwar auch in der GEW drin, aber ich weiß auch, dass die GEW das unterstützt. Ich weiß zum Beispiel von Ihrem Interview, der Berliner Kollege hatte erzählt, dass Verdi, erstaunlicherweise nicht die GEW, Ihnen wirklich geholfen hat, also mit Räumen und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es ist relativ neu. Wir sprechen über eine Entwicklung der letzten 18, 20 Monate. Die Gruppe ist relativ klein und es ist eine Gruppe, die nicht gewohnt ist, Radau zu machen. Also es sind hochgebildete Leute und man versucht eben so eine Habermasche Diskursvernunft zu reinzubringen. Nur greift das halt nicht, weil das eben kein Lärm macht, so wie diese Stellungnahme der DVV, das macht keinen Lärm. Irgendjemand fordert irgendwas und das war's dann.
Die Sache ist jetzt die, dadurch, dass unser Interview so kurzfristig war, kam ich nicht mehr dazu. Ich habe nämlich natürlich da angerufen in Bonn und habe da also einen Te Telefontermin ausgemacht mit von Herrn zu Schwabe-Dissen, der also für Kommunikation zuständig ist. Und der wollte sich dazu äußern, aber es kam jetzt leider nicht dazu. Aber ich werde auf jeden Fall da mal nachfragen, wie die dazu stehen, weil für die Volkshochschulen ist das eigentlich schon ein sehr, sehr existenzielles Problem, weil das Gerichtsurteil legt 8 verschiedene Größen an, die also für eine abhängige Beschäftigung stehen. Und davon sind 4 Stück wirklich klassische Ja. Volkshochschulgeschichten. Also, dass man zum Beispiel sich abmelden muss, wenn man krank ist, dass man nicht in den eigenen Räumen unterrichtet, dass man nicht als eigener Anbieter auftritt. Also, dass mich die Volkshochschule als Fach. Das heißt, eigentlich müsste die Volkshochschule da drauf schauen und wirklich genauso wie sie sagt, Feuer im Haus schreien. Aber die Volkshochschulen sind als Verband so schwach, dass sie keinen großen Hebel ziehen können. Also nehme ich mal an. Man muss einfach auch sehen, dass, wie gesagt, wir sprechen von den Volks- oder von der Volkshochschule. Und das Interessante ist ja schon auch ein linguistisches Problem. Wenn man von der Volkshochschule spricht, ist nicht klar, ob man hier das Haus um die Ecke meint oder den ganzen Verband. Also es ist immer so ein merkwürdig changierend. Und jetzt bloß als Evidenz, also der Landesverband der Volkshochschule Baden-Württemberg residiert in einem Vorstadt von Stuttgart irgendwo im zweiten und dritten Stock, also nicht im Zentrum und irgendwie, wir haben hier Fahnen wie die Industrie- und Handelskammer. Das heißt, die Industrie- und Handelskammer Stuttgart hat wahrscheinlich mehr Geld und auch mehr Einfluss an der Hand als der Landesverband Baden-Württemberg. Und das sind gerade so diese Dinge, die ich denke. Ja.